Während Turan, Zafira und Co. schon seit geraumer Zeit in Österreich ihre Runden ziehen, hat sich Mazda Zeit gelassen, einen Vertreter in die boomende Fahrzeugklasse der Compact Vans zu schicken. Doch heuer war es soweit. Im diesjährigen Sommer feierte der Mazda 5 in Österreich sein Debüt. Innovativ, familienfreundlich, dynamisch und komfortabel. So präsentiert sich der Mazda 5 im heiß umkämpften Segment der Compact Vans. Die wahre Kunst des Autobahns besteht darin, auf kleinem Raum, das heißt auf kleiner Gesamtfläche wie hier auf 4,50 Meter, möglichst viel Raum zu kreieren. Und das haben die Mazda Designer wirklich geschafft. Die Schiebetüren, die öffnen den Raum zum Glück. Dahinter verbirgt sich ein riesen Laderaum oder Platz für 7 Personen. Karakuri Design heißt das, wenn man in Japan eine bestimmte Falttechnik anwendet. Hier werden die Sitze gefalten, nämlich so, dass man entweder mit einem Zweisitzer mit einer riesen Ladefläche oder als 7-Sitzer unterwegs sein kann. Der Mazda 5 wurde konsequent von innen nach außen entwickelt, bietet Platz für bis zu 7 Personen und schafft es, trotz seiner funktionalen Grundkonzeption auch die von allen Autoherstellern beschworenen Emotionen zu wecken. Unter 4 verschiedenen Triebwerken kann man sich beim neuen Mazda 5 entscheiden. 2 Benziner und 2 Common Rail Dieselmotoren stehen hier zur Verfügung. Bleiben wir mal gleich bei den Benzinern. Eine 1,8 Liter Version mit 116 PS und eine 2 Liter Version mit 146 PS gibt es hier. Und bei den Dieseln sind es 110 PS Common Rail Diesel für die Einsteiger und 143 PS für die Fortgeschrittenen, die es richtig kernig haben wollen. Wobei das Drehmoment von 360 Newtonmeter beim großen und starken Diesel natürlich hervorsticht. Das Fahrwerk bietet den von Mazda gewohnt hohen Standard und das Außendesign schafft mühelos den Spagat zwischen stilvoller und gleichzeitig moderner Linienführung. Innen überzeugt der Mazda 5 mit sauberen Detaillösungen und höchster Verarbeitungsqualität. Bei umgelegten Sitzen stehen satte 1.566 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Damit das richtige Zoom-Zoom-Feeling aber groß werden kann, muss die Schaltzentrale, also die Armaturentafel, rund um den Fahrer auch dementsprechend designt sein. Und da hat sich Mazda auf die Vergangenheit verlassen. All das, was beim Mazda 3 und beim Mazda 6 schon für Furore gesorgt hat, das ist auch hier beim neuen Mazda 5 eingebaut und das ist richtig gut. Das Fahrwerk des Mazda 5 bietet einen gelungenen Kompromiss aus Komfort und Fahrspaß. Dank der steifen Karosserie hält sich die Seitenneigung in engen Grenzen. Kurze Schaltwege und eine präzise Lenkung runden das fahrdynamische Bild ab. Lediglich der Antritt unseres Testwagens könnte etwas bissiger sein. 9 von 10 komfortabel dynamischen Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Wie fast schon zu erwarten, punktet der Japaner mit einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Nachzügler im Segment trumpft Mazda mit Qualität und günstigen Einstiegspreisen. Die Kundschaft freut's. Und es kommt noch besser, für den neuen Mazda 5 wurden sogar besonders hohe Restwerte errechnet. Das verdient 10 von 10 Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Sicherheitstechnisch geht der Mazda 5 keine Kompromisse ein. ESP, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung sind serienmäßig an Bord, genauso wie Seiten-, Front- und Fenster-Airbags. Letztere reichen über alle 3 Sitzreihen und schützen die Passagiere im Falle eines Seitenaufpralls. 10 von 10 Go-Sternchen für das umfassende Sicherheitspaket. Der von uns getestete Mazda 5 1,8i TX verfügt über einen Vierzylinder-Reihenmotor mit 116 PS und 1798 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 165 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 11,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 182 km/h. Verbrauch im Test 7,9 Liter. Der Preis ab 24.600 Euro.